Abschluss der englischen Woche für den FSV Zwickau. Nach dem Weiterkommen im Pokal erkämpfte sich der FSV unter der Woche einen Punkt bei Viktoria Berlin. Gegen Luckenwalde kann Rico Schmidt wieder auf seinen Top-Torjäger bauen. Marc-Philipp Zimmermann musste unter der Woche Polizeidienst schieben. Beim Heimspiel ist er wieder dabei, vor knapp 4000 Zuschauern gegen den FSV Luckenwalde. Das Tabellenschlusslicht aus Brandenburg mit dem aktiveren Beginn. Zwickau bekommt den Ball nicht geklärt. Und dann Vierling mit dem ersten Torabschluss nach 180 Sekunden. Gästetrainer Michael Braune überhaupt nicht zufrieden nach dem 0:2 gegen Chemnitz. Sein Team startet engagiert in diese Partie und dominiert die Anfangsphase. Fobasam klärt in den Fuß von Merke. Schneider mit dem Auge für Gollnack. Setzt sich gut durch gegen Rüther, kommt den einen Schritt zu spät. Luckenwalde ohne die gesperrten Matt Müller und Jacobi angereist. Zwickau kam nach gut 30 Minuten. Jan Hermanns Ecke findet zunächst keinen Abnehmer. Jan Hermann erneut und dann Eixler. Neumann mit der Rettungstat. Eixlers Ball wäre wahrscheinlich im Tor eingeschlagen. Zwickau spielbestimmt gegen Ende der ersten Halbzeit. Der FSV gewann bisher alle seine 8 Spiele gegen Luckenwalde. 26:3 Tore. Die Statistik spricht klar für den FSV. Zimmermann. Offensiv noch wenig Zwingendes, aber Zwickau kämpft sich in dieses Spiel. Steigert sich zunehmend bis zur Halbzeitpause. Luft nach oben bleibt dennoch. Pausenstand 0:0. Der FSV kommt druckvoll aus der Kabine. Luckenwalde läuft an. Aber dann reicht ein genialer Pass von Martens aus, um die Gästedefensive auszuhebeln. Eixler enteilt Janen und Merke und erzielt das 1:0 für den FSV. Eixler kam im Sommer aus Meppen und erzielt sein erstes Tor für die Zwickauer. Luckenwalde schläft bei Martens Traumvorlage. Nur 8 Minuten nach Wiederanpfiff gehen die Schwäne mit 1:0 in Führung. Zwickau setzt den Aufwärtstrend fort. Nur eine Niederlage aus 4 Spielen. Das ist Albert von der Bank gekommen. Albert, Zimmermann im Zentrum, Marc-Philipp, Zimmermann und Titel. Zimmermann verpasste die letzten beiden Partien, schoss in den letzten beiden Heimspielen aber den FSV zum Sieg. Von Luckenwalde kam in Halbzeit 2 wenig, 79. Spielminute. Titels langer Schlag wird brandgefährlich. Gollnack kann von Senkball nur mit einem Foul gestoppt werden. Luckenwalde fordert einen Platzverweis und den gab es. Christopher Beblik zeigt Senkball die rote Karte. Verhinderung einer klaren Torschance. Zwickau für die Schlussphase in Unterzahl. Was geht noch für Luckenwalde? Zwickau verteidigt geschlossen, will den Heimsieg über die Zeit retten. Koplins Hereingabe findet Graupner. Schockmoment für den FSV. Graupner zuvor eingewechselt, kann die perfekte Vorarbeit von Koplin nicht verwerten. Graupner verspringt der Ball ans Schienbein. Hiemann ist zur Stelle. Bange Minuten zum Schluss, aber nach 8 Minuten Nachspielzeit ist es vollbracht. Der FSV Zwickau fährt den 3. Heimsieg in Folge ein, dank des Siegtorschützen Lukas Eixler. Ja, die Freude ist riesig groß. Ich würde nicht sagen, dass ich der Mann des Spiels bin. Also die Mannschaft hat heute sehr, sehr gut gekämpft. Das war der Sieg für die Mannschaft und verdienter Sieg auch. Und hier vor der Kulisse selber zu treffen, welche Emotionen setzt das frei? Ja, also das ist echt, echt krass vor diese Kulisse. Das ist unglaublich, so viele Leute und so laut. Man nimmt das, glaube ich, gar nicht im Spiel so wahr. Aber wenn man dann nach dem Spiel vor der ganzen Kulisse, vor den Fans steht, das ist schon Gänsehaut. Ja, auch mit dem 3. Spiel innerhalb von einer Woche, ja, wo viele Jungs 3 Spiele in den Knochen hatten, jetzt in der Anfangsformation, haben das Jungs wirklich auch toll gemacht. Ja, dann auch vorgetragen, so final, so die letzte Angriffsabschlussaktion in der ersten Halbzeit hat uns noch gefehlt. Und zweite Halbzeit weiter dran geblieben, Arbeitssieg dann noch mit der roten Karte gegen Killi, das schmerzt natürlich sehr, das tut mir für den Junge wirklich auch schmerzhaft leid, weil er lange jetzt warten musste nach dem
nachdem ich ihn rausgenommen hatte, ja, weil ich dann nicht zufrieden war mit seinen Leistungen. Er hat das aber sowohl Freital am Mittwochabend gegen Victoria Berlin und heute wirklich hervorragend gemacht. Ja, wir hatten unsere Phasen. Ich glaube, die ersten 20 waren ordentlich. Hatten wir schon eine gewisse Kontrolle, wovon man sich ja nichts kaufen kann, ist ja klar. Dann waren wir ein bisschen zu passiv, viel im Abwehrpressing, aber haben wir eigentlich gut wegverteidigt, finde ich. Ja, aber beim Gegentor sind wir einfach, stellen wir uns zu dämlich an, muss man ehrlich sagen. Ich glaube, es ist ein klassisches 0-0 hier, aber wir machen halt den entscheidenden Fehler mehr als Zwickau und verlieren deswegen auch zurecht. Enttäuschte Gesichter bei den Gästen. Und Zwickau fährt den dritten Saisonsieg ein, gefeierter Held des Tages. Premierentorschütze Lukas Eixler.